Mecklenburg-Vorpommern ist das Land der erneuerbaren Energien und WEMAG ist da ein ganz wichtiger Akteur. Er steht für viele Kommunen, die seine Eigner sind. Und die WEMAG steht dafür, dass wir die Energieversorgung in die Fläche bringen. Dezentrale Energieversorgung aus erneuerbaren Energien, Photovoltaik und Wind. Und das ist der große Beitrag zur Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern. Sie stehen eben dafür, dass Sie besonders innovative Lösungen von sich aus suchen. Nehmen Sie nur den Batteriespeicher, mit dem es möglich ist, kleinste Schwankungen auszugleichen, um auf diese Weise dann eben wirklich nur die erneuerbaren Energien zu nehmen und nicht auf konventionelle Kraftwerke zurückgreifen zu müssen. So ist die WEMAG, denkt immer sehr weit voraus, hat tolle innovative Lösungen und nur mit solchen Partnern und solchen innovativen Lösungen wird auf Dauer die Energiewende gelingen. Die Einzigartigkeit des Batteriespeichers liegt im Grunde darin, dass dieser Speicher sehr schnell auf Frequenzänderungen reagieren kann, schneller als jedes andere konventionelle Kraftwerk es kann. Er leistet Regelenergie im Vergleich zu einer konventionellen Anlage, die ungefähr 100 Megawatt groß ist, hier aus den Batterien. Also für mich war das schon ein sehr emotionaler Moment vorhin, als ich meinen Vortrag gehalten habe. Und quasi im Hinterkopf dann ablief, dass wir jetzt ein Jahr lang den Batteriespeicher betrieben haben, ganz erfolgreich, wo es vorher auch Zweifel gab, auch Risiken gab und wir jetzt wirklich eine positive Bilanz abliefern können. Das war für mich innerlich schon sehr emotional und da war ich sehr zufrieden und sehr stolz. Insofern ist das heute ein ganz toller und schöner Tag für mich. Auf jeden Fall soll die neue Netzleitstelle zur Schaltzentrale der Energiewende werden. Wir holen ja diese Aufgabe, sag ich mal, von Hamburg, wo sie jetzt von einem anderen Unternehmen erbracht wird, nach Schwerin zurück, schaffen damit hier neue Arbeitsplätze und wollen, sag ich mal, unseren Netzbetrieb aus dieser Netzleitstelle führen und wollen dort auch künftig neue Aufgaben verankern. Also so zum Beispiel die Steuerung von Windparks, die Steuerung von Batteriespeichern und vielen anderen Dingen, die zur Energiewende gehören. Unsere Netzleitstelle, die steuert das Stromnetz in Gesamt-Westmecklenburg, in der Prignitz und in Niedersachsen oder Teile von Niedersachsen. Wir überwachen alle unsere Anlagen oder die meisten unserer Anlagen hier. Das heißt, alles, was draußen in den Anlagen passiert, im Netz passiert, das läuft hier auf als Meldung. Und dann können unsere Mitarbeiter, die hier 24 Stunden rund um die Uhr sitzen, reagieren auf bestimmte Meldungen. Wir können von Ferne hier schalten, haben also Zugriff auf die Stromversorgungsanlagen draußen. Wir können so schneller Störungen beseitigen, ohne dass ich sag mal, ein Kollege von uns dahin muss. Die Energiewende muss vor allem in den Netzen stattfinden und zwar nicht nur in den großen Stromautobahnen. Natürlich sind die nötig, um die Energie, die aus Erneuerbaren erzeugt wird, in der Bundesrepublik ordentlich zu verteilen. Aber die Hauptlast eigentlich, wenn ich einfach in Anlagen denke, Anlagenzahlen denke, tragen die Verteilernetze, unsere Netzebenen. Da sind 80%, weit über 80% der Anlagen angeschlossen. Und das wird ja zunehmend auch eine Herausforderung, das noch im Griff zu behalten, auch intelligent im Griff zu behalten, dass man nicht nur viel Geld in neue Kabel einsetzt, sondern mit den vorhandenen, indem man sie intelligenter bewirtschaftet, mit mehr IT. Ich wünsche der WEMAG weiter so viel Erfolg, weiter so klug geführt zu werden und weiter, dass Sie den Beitrag leisten, dass Mecklenburg-Vorpommern auf diesem wichtigen Feld weiter vorankommt.